Raphael Okay, nicht. sie haben sich gepaart. Ich hole mir kurz was zu trinken, aber können schon starten und bitte stumm schalten. Ihr habt den Großmeister gehört. Ja, ihr fangt schon an, sehr gut. Schottisch sehen wir, D4. Bis hierhin sehr schnell, alles Theorie. Läufer B4 ist der Theoriezug, sehr schön. Das ist eine sehr solide Variante mit Weiß, die spiele ich auch. Rochade jetzt mit Schwarz, bitte. Ja, Rochade, genau. Hier ist Läufer G5 der Hauptzug. C6 macht man hier, um den D5 zu decken. Das ist alles schon tausende von Male gespielt worden. Ich spiele hier übrigens H3, nicht Läufer G5. Und dann mit der Idee Dame F3 und dann Läufer nach F4 oder G5. Ich ziehe nicht Läufer. Das habe ich vor 30 Jahren gespielt bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft, deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft. Diesen trockenen Kram hier. Oh je. Ja, Karo darf hier, mein Liebe, für das Sub. Das habe ich vor 1990 bei der deutschen Jugendvereinsmeisterschaft gespielt. DJVM oder wie das heißt? DJVM, genau. Da spiele ich auch heute noch im Blitzen. Ja, wird auch auf hohem Niveau ab und zu gespielt, aber es ist sehr remislastig. Ich weiß. Sehr langweilig. Langweilig will ich es nicht nennen. Ja, doch. Tja, mal schauen, wie Schwarz damit klarkommt. Weiß hat noch keine Sekunden, hat kaum Zeit verbraucht, weil es halt so easy zu spielen ist. Keep it simple. Ja gut, den Läufer sollte man halten, Läufer H4. Ja, naja, nach Naja, D2, naja. bisschen passiv. Ja. So, B8 ist hier ein Standardzug in solchen Stellungen. B2 attackieren und den Turm aktivieren auf der B-Linie. Oder Läufer E6, Turm E8. Figuren ins Spiel bringen, ganz Ja, man stupide. kann auch C5 machen, ne? Jetzt Das würde schon? mich jetzt anlachen, warum nicht? Ab geht die Post. Ja, er hat Läufer D2 gemacht. Normalerweise ist das ein bisschen zu früh. Wegen Turm D1 und dann gibt es Probleme häufig. Aber dadurch, dass der Läufer auf D2 steht, Ja. könnte es gehen. Könnte es gehen. Läufer G4. Gut. Das ist ein sinnloser Angriff auf die Dame. Nicht so gut. Denn wenn der Läufer weg ist, dann kommt Läufer schlicht H6. Vielen Dank. Das stimmt, jetzt droht schon H3, ja. Na gut, Aber ich Läufer weiß nicht, ab. D6. Okay. Umso besser. Guter Zug, Dame H4. Dame H4 oder Läufer F4. Aber Dame H4 ist natürlich ein bisschen aktiver. Diese Opferideen auf H6 liegen dann in der Luft zumindest. Kann man mal drüber nachdenken, dass man reinhackt. Aber Dame H4 sollte es schon sein. Läufer F4 geht natürlich auch. Ja, Ja, gut. hier kann man Naja. über Springer A5 sogar nachdenken. Oh. Der feine Herr. Sollte Schwarz spielen, denke ich, denn ansonsten könnten die schwarzen Felder ein bisschen anfällig sein. Ja, Springer A5 gefällt mir gut. Dann den Läufer auf E4 mit dem Springer schlagen und dann eventuell den D3 schlagen. Aber man kann auch auf E4 nehmen. Hauptsache, man stellt den Läufer nicht ein. Ja, gut. Was denkt er jetzt so Raphael. lange nach? Der Läufer hängt. Ja, nein, der war eine Option, ne? Ja, oder Läufer B4 oder was? Ich meine, es ist nicht so kompliziert. Ich glaube, das Problem ist hier, er sucht nach was Besonderem, was es aber nicht gibt. Schach ist häufig einfach sehr einfach. Und gerade wenn Drohungen sind, Abwehr, jetzt macht er tatsächlich Springer A5. Okay. Ja, hat sich doch die investierte Zeit gelohnt. Ja. Hoffentlich. Eine Minute weniger. Aber steht jetzt schon fast ein bisschen angenehmer, oder? Ja, würde ich auch sagen. Der Läufer ist dem Springer im Endspiel wahrscheinlich auch überlegen. Also kann man tauschen. Weiß kann natürlich jetzt Dame F5 spielen und Matt zu drohen. Ja, kommt G6, kommen wir nicht weiter. Oder auf G3 nehmen. Okay. Weiß sollte den Läufer zurückziehen, schönen Läufer behalten. Aber ja, Schwarz spielt Turm B8, Dame F6. Es geht hier ab nach vorne mit für Schwarz.
Ja, aber wichtig ist, dass man versteht, dass man alle Figuren mitspielen lassen muss. Es ist eine Armee, alle mit Turm B8 liegt total auf der Hand hier. Dame F6 auch. Ja. Ja, hier sollte Schwarz nicht zu lange nachdenken. Ja, Also einen das dieser Züge sollte man jetzt machen, Dame F6 oder Turm B8. Deutet darauf hin, dass er hier zu kompliziert denkt. Ja, Ja, eindeutig das zu muss nicht kompliziert. sein. Ich wusste, dass er irgendwie H5 vor der F5 machen will, weil er schon die ganze Zeit die Dame attackiert. Aber die Dame ist nicht weg und dadurch schwächt sich Schwarz. Ja. Dame F3. Die Dame ist die stärkste Figur. Also, wenn man die angreift, sagt die, ja, Autsch und ich hau ab. So, ne? Und dann hat man. Es ist. Das Spiel, der Sinn des Spiels ist nicht, die Dame zu fangen. Ja, und das Wobei versucht es helfen Schwarz jetzt. würde. Also das wäre jetzt so in dem Sinne, wäre jetzt G5 mit der Idee G4 halt, ne? Um zu versuchen, die Ja. Dame zu fangen halt. Ne? Ja, aber da, ja, das funktioniert nicht. Also wenn es funktioniert, schön und gut, aber es funktioniert hier nicht. Ich meine, die Dame kann immer zurück nach D1 und da wirst du die Dame jetzt nicht fangen. Weiterhin, Dame F6, die Dame ins Spiel bringen, Türme verbinden, Turm B8 aktivieren. Die Schwerfiguren wollen auch mitspielen. Lasst sie ins Spiel. Und er verbraucht zu viel Zeit für, ich wusste, ich bin völlig blöd. Tatsache, Das ist, was er die ganze Zeit macht. Er versucht, die Dame zu fangen, so völlig sinnlos. ja, das ist ein ganzes Konzept. Ja, jetzt G3 und dann schön mit dem Turm bald rein auf E6. Ja, das ist, er schlägt sich selbst hier. So ein Alles bisschen, gut. aber gut, objektiv könnte das alles noch halbwegs okay sein. Also, Schwarz steht schon ganz G4 machen relativ müsste man. fest. Ja, G4 sollte man einschieben. Ja, weil Springer G6, Dame H5, sieht schon übel aus. Also nochmal, warum ist er schlecht? Ganz einfach, er hat den König mega geschwächt hier. Der König ist total offen jetzt, der Schwarze. Und viele, viele schwache Felder hier in seinem Lager. Und Weiß kann das ausnutzen, indem er reingeht mit den Figuren da. Und das war alles ohne Not, weil er einem Hirngespinst nachjagt, nämlich die weiße Dame zu fangen. Was, wie gesagt, nicht das Ziel des Spiels ist. Die Dame kann man nicht einfach so fangen. Ja, und jetzt hat man Probleme. Jetzt muss er verteidigen. König G7 ist der einzig sinnvolle Zug. Und jetzt kommt Turm E6. Jetzt muss er Turm F6 spielen. Das einzige Ja. Züge muss er jetzt machen die ganze Zeit. Einzige Jetzt Züge. sieht man die Nachteile der Bauernzüge. Die Felder sind geschwächt, der König ist schwach und Weiß, ja, bringt die nächste Figur ran, ist jetzt hier im Angriff. Ja, finde ich sehr instruktiv. Also Natürlich. hier ist schon ganz schwierig für schwarzen Zug zu finden. Er muss jetzt sowas wie. Hier muss er wirklich ganz cool bleiben und Turm B8 ziehen oder so. Ja, aber was dann? Ne? Läufer D3 oder sowas kommt, weil es bringt mehr Angreifer ran. Und dann Turm B7, wenn das Ja, wird. dann kann ich schon den Bauern nehmen auf F5. Also, Ja. ich Aber das kann glaube, ich, glaube ich, eh nicht verhindern. nee, ich glaube, hier ist schon, Ah, das Moment. ist schon sehr übel. Springer F8 geht vielleicht hier. Springer F8, ja, um den Turm rauszukicken. Wow, hat er gefunden, nicht schlecht. Wichtiger Zug, ganz wichtiger Zug hier. Ja. Aber Moment, Turm E8 gewinnt. Turm E8 gewinnt. So. Ja, Ups. klar. Ups. Ups. Tja, Ja. ja. Also, Idee war gut, hätte er erst noch vorbereiten müssen mit Turm B8. Ja. Wenn jetzt der Real Lannister auf der. Ja. Aufpasst, kann die Partie in einem Zug entscheiden. Immer wieder Taktik, Freunde. Immer wieder Taktik. Mr. Pfister, danke für die 5 Euro, mein Lieber. Das ist lieb. Ja, aber er denkt lange nach, ne? Ja, ist kein leichter Zug. Wobei, Er die Dame müsste. angreifen, da denkt man schon immer irgendwie drüber nach, ne? Aber, weiß ich nicht. Ja, ist ein bisschen schade, weil Schwarz stand super. Er hat nur auch hier wieder. Obwohl das 19 und fast 2000 ist, das sind grundlegende Fehler, die gemacht werden. Die Entwicklung wird einfach nicht abgeschlossen. Bis zu einem ganz, ganz hohen Niveau werden die goldenen Regeln nicht eingehalten. Bis zu einem wirklich sehr, sehr hohen Niveau inzwischen schon. Es sind immer wieder die gleichen Sachen. Der Turm steht immer noch auf A8, wie am Anfang. Er hat den 20 Züge lang nicht gezogen. Und jetzt ist es vorbei. Weil er sich selbst geschwächt hat, das war halt unnötig. Weiß hat nichts gemacht in der Partie eigentlich. Nee, nicht besonders viel. Nur die Drogen Ja. abgewehrt und dann die Schwächen ausgenutzt.
Na, stand wahrscheinlich sogar schlecht. Warum hätte Turm B8 Springer F8 vorbereitet? Weil dann der Turm gedeckt ist auf B8. Ja. Deshalb kann man das da machen. Hier ist der Turm eben ungedeckt. Wenn man jetzt die Dame zieht, dann fällt der Turm. Ja, gut. Und das ist jetzt Ja. auch keine Lösung, die Dame zu opfern. Das sollte Weiß auch gewinnen. Dame schlägt C6, kann man nehmen. Dame C8 geht auch. Dame F7. Bitte? Ja, ist gut. Gut, man kann den Bauern nehmen auf D5. Kann Läufer D3 spielen. Ja, Schwarz hat hier nicht so viel Figuren, um irgendwie was zu unternehmen. Läufer D3 ist gut, ja. Ja, Schwarz hat sich selber geschlagen, ne? Man muss das wirklich so sagen. Turm E1, König G2, D4. Es wird weiter irgendwas angegriffen, aber das führt zu nichts. Ich meine, was kann den Bauern nehmen auf F5? Kann den Springer nach A4 Niklas, hörst du mich? ziehen? Ja. Alles klar? Ja, ich war kurz weg, ich muss wieder online gehen. Okay. Das war so eine Okay. typische seltsame Unterbrechung für. Naja. Scheiße. Okay. The Real Answer holt sich den Punkt hier. Hat er, ja, hat die Fehler ausgenutzt, konsequent. Gute Partie. Kann man nichts sagen. Gute Partie. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.